Hi, ich bin der Marvin und wir sind heute wieder im Powergarten in Schwetzingen. Und heute sind wir mit der A-Jugend der HG Oftersheim Bundesligamannschaft Handball hier. Die Jungs wollen einen sportartspezifischen Athletikzirkel heute haben. Und das Ganze haben wir gespickt mit der ein oder anderen funktionellen Übung, um Bewegungsabläufe aus dem Handball im Athletiktraining zu simulieren und die Jungs eben sportartspezifisch abzuholen. Dazu gehören Sprünge, dazu gehört ein stabiler Stand, stabile Rumpfmuskulatur, um gegen den Gegenspieler gut zu stehen. Wir haben das Training heute einberufen, um die Jungs einfach mal wieder ins Maximum reinzukitzeln. Der Marvin hat ein Training entworfen, handballspezifisch, hat sich da ein paar Aufgaben ausgedacht. Da sind wir auch schon ganz gespannt, in welche Richtung es denn gehen wird. Vielleicht können wir uns auch was abkupfern für die nächsten Wochen, bis es dann zum Rundenstart geht. Also die Trainingseinheit war sehr anstrengend, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel für die Schultern, für die Beine gemacht und sind jetzt froh, dass wir es geschafft haben. Das Training gerade eben hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch gut anstrengend. Es war auch eine gute Alternative zum normalen Krafttraining in der Halle. Und ja, Muskelkater werde ich auf jeden Fall auch davon tragen.